Ein recht herzliches Willkommen zurück bei eurer lieben Nivan und wir haben weitere Infos zu dem Pokémon Celebrations 25 Jahre Set. Jetzt nach dem Intro. Ihr habt bestimmt schon die meisten Infos bei anderen YouTubern und Co. gesehen, aber ich möchte trotzdem noch mein Video dazu hingeben, inklusive Preise und Merch, was jetzt rauskommt, und das sind wie folgt. Direkt zum Start fangen wir mit dem Katapultra Prime Box an. Dieses am Release-Tag, der 8. Oktober, und soll ca. 13 Euro kosten. Ich gehe jetzt von den deutschen Umrechnungspreisen aus, ansonsten sind es wahrscheinlich 25 Euro. Und der Inhalt ist halt, wie schon angegeben, eine Oversight Katapultra Prime Karte. Einmal die Promokarte, Katapultra Promo, Celebrations Booster sind zwei drinne, normale Booster einmal, ein Mini-Binder für die Karten und ein Coin. Und wo viele jetzt total drauf abfahren werden, ist die Glurak, also Lance Glurak V-Box und natürlich die dunkle Felinara-Box. Diese kommen ebenfalls am 8. Oktober raus und werden ebenfalls entweder 17 Euro oder 25 kosten, je nach Umrechnungspreis. Beinhalten eine Oversights-Promokarte, eine weitere Promokarte in klein, vier Celebrations Booster und zwei normale Booster. Weiter geht's mit der Celebration Deluxe Pin Collection von Sashian Level X. Ebenfalls erscheint es am 8. Oktober und soll ungefähr 17 bis 25 Euro kosten. Das Besondere an dieser Box ist einmal die Promokarte Sashian Level X. Früher gab es schon einmal Level X Karten und heute kommt sie dann damit auch einmal wieder zurück. Des Weiteren enthält diese Box eine Pin mit einem Surfen und einem fliegenden Pikachu, vier Celebrations Booster mit dem Inhalt von jeweils vier Karten, zwei normale Booster sind ebenfalls mit dabei. Das nächste ist die Elite Trainer Box mit einem Preis von ca. 42 Euro. Diese wird mit 10 Celebrations Boostern kommen, die jeweils vier Karten enthalten, 65 Training Card Game Hüllen mit dem Abzeichen des 25 Jahre Jubiläums, eine besondere Promokarte mit Greninja als Goldstar, ein Päckchen mit 45 Energiekarten, einmal den Kartenguide für die Generation Celebrations, hier habe ich es aber falsch geschrieben, sehe ich gerade, ein Regelheft, wie man das Spiel spielt, 6 Spielewürfel und ein Coin, sowie je ein Acryl-Statusmarke mit Verbrennung und Vergiftung. Eben das darf nicht fehlen, die Celebrations Mini-Tins. Auffallend ist hier, dass von jeder Generation, die es bisher gegeben hat, die Starter-Pokémon auf einer der Dosen abgebildet ist. Eine Dose wird so zwischen 7,50 Euro und 12 Euro kosten und wird zwei Celebrations-Booster beinhalten, einen normalen Booster sowie einen Coin und ein Bild passend zu Tin. Das nächste Produkt ist die Pikachu V-Union Box, wieder mit einem ganz neuen Spielesystem. Die Japaner haben ja bereits damit angefangen und wir werden mit einem neuen Spielesystem durch dieses Celebration wahrscheinlich mit hineinrutschen. Diese lustige Box wird ungefähr 25 Euro kosten und wird ebenfalls am 8. Oktober erscheinen. Diese Box kommt mit vier Promokarten, um das Pikachu V-Union zusammenzustellen. Dann eine Trainer-Supporter-Karte, Professor Kukuis Frau, jedenfalls habe ich das so richtig, hoffe ich mal, übersetzt, so war es, stand es nämlich auf Englisch. Eine Oversights-Pikachu V-Union-Karte sowie vier Celebration-Booster und zwei normale Booster. Worauf ich mich persönlich selbst freue, ist die Premium-Figur-Collection mit Pikachu V-Max. Diese wird am 22. Oktober released und wird ca. 50 Euro kosten. Der Inhalt ist eine Promokarte Pikachu V, eine weitere Promokarte mit Pikachu V-Max, einmal, und das finde ich mega, eine große Pikachu Dynamax-Figur, 8 Celebration Booster zu dem neuen Geburtstagsset und 3 normale Booster. Ich hoffe, dass ich die Chance habe, überhaupt eins von diesen Produkten zu kommen, denn ich glaube, die werden schneller ausverkauft sein, als ich Halleluja schreien kann. Und das Produkt, was wir hier sehen, ist die Ultra Premium Collection Box. Das wohl teuerste Produkt zu dem Celebrations und wird ungefähr 120 Euro, vielleicht etwas mehr, kosten und wird ebenfalls am 22. Oktober released. Das in der Box enthaltene ist super mega, muss ich sagen, denn es sind zwei Gedenkmetallkarten aus dem Base-Set von früher dabei. Dabei handelt es sich um Pikachu und um Glurak. Und allein weil da schon Glurak mit bei ist, wird diese Box wahrscheinlich overhyped und überall überteuert verkauft werden, wo ich mich mega drauf freue. Nicht. Genauso wie alle anderen, die diese Box haben wollen und die nicht bekommen werden, wahrscheinlich. Und als wäre das nicht schon genug, ist da auch noch eine Spezial-Gold-Version von Pikachu V drin. Ebenfalls
ein, was ich mega geil finde, eine spezielle Goldversion eines Pokéballs. Ich hoffe, dass ich da jetzt keine Fehlinformationen rausgebe, weil wenn da wirklich so ein Pokéball drin ist, dann will ich die Box unbedingt haben. Ebenfalls ist mit drin eine Pikachu und Glurak geprägter Pin. Ich weiß nicht aus welchem Material, ob es jetzt Gold ist oder in Farbe, das wird man dann natürlich sehen. Weiter geht es mit einem jahrestagsbasierenden Metallcoin, wahrscheinlich mit dem 25-Jahre-Symbol von Pokémon. 17 Celebrations Booster mit jeweils 4 Karten Intos, 8 normale Booster und einmal das Buch mit den Celebrations Karten, damit ihr sehen könnt, welche Karten dieses Set enthält. Und kommen wir nun zum letzten Produkt, den Collectors Koffer für 25 Jahre Pokémon. Allein das Design finde ich schon mega und ich hätte es sau gerne in meinem Regal stehen hinter mir, denn da steht momentan noch die Box mit Detektiv Pikachu. In dieser lustigen Brotbox sind 6 Celebrations Booster mit Inhalt von jeweils 4 Karten. Des Weiteren 2 normale Booster, 3 noch nie dagewesene Promokarten, einmal Mimikma aus der Delta-Spezies, ein helles Riffex und Trikefalo C oder C oder wie man es ausspricht. Dann noch, wie wir es gewohnt sind, mit 4 farbigen Stickerbögen, einem Mini-Kartenordner für eure Karten, einem Pokémon-Coin, ich bin gespannt, wie der aussieht, und einem Pokémon-Notizblock. Dieses Döschen wird ungefähr 25 Euro kosten und soll irgendwann im Oktober released werden. Da habe ich leider noch keine Daten, denn da wurde auch noch nicht viel zugesagt. Das war's auch erstmal mit den Informationen zu den 25 Jahre Pokémon-Set. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin zugeschaut und ich konnte euch ein wenig in den Hype mit hineinziehen. Hoffen wir, dass jeder von uns zumindest ein Produkt ergattern kann und nicht wieder diese ganzen verdammten Scalper unterwegs sind, mit dem ich am liebsten den Kopf abreißen würde. Und dass die Produkte nicht so überteuert sind, hoffe ich ebenfalls. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet wieder ein. Lasst mir noch Kommentare da, was ihr zu den Produkten sagt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Eure Nivan.